So, und wieder darauf achten, dass der Pfosten da erstmal im Weg ist. So, dann gucken wir mal, ob wir das mit dem Spiegel hinkriegen. Ja? Ich nehme übrigens Wetten jetzt an. Im ETS 2 ist das ja immer so eine Sache. Oh, das sieht aber gut aus. Gucken wir natürlich raus. Wo ist er? Da. Und nach oben, bitte. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Kommt, Leute, seid ehrlich. Hättet ihr das gedacht, dass ich jetzt auf Anhieb hinkriege? Hä? Nein, ne? Gut, ich auch nicht. Ich habe auch nicht wirklich damit gerechnet. Wenn ich das auf Anhieb sofort hinkriege. Ja, erstmal eine Runde des Winkel verarschen. Danke, dass du für mich hier einmal gehalten hast. Oh, dann haben wir jetzt erstmal ein bisschen Kredit bezahlt. Weil ja, ihr habt es gesehen, ich habe mittlerweile ich habe mir mittlerweile eine kleine Firma aufgemacht, wo ich auch Leute mit beschäftige. Das habe ich alles offline gemacht, weil offen gestanden, damit wollte ich euch jetzt nicht wirklich langweilen. So, und dann werden wir mal eben ganz kurz eben eine Runde pennen. Weil das Spiel will es so. Bevor wir das irgendwie unterwegs machen, machen wir das lieber jetzt hier, ne? So, Eingabe drücke. Und wir haben 5 Uhr morgens. Das ist ja cool. So, jetzt ist die Frage. Komme ich hier rückwärts wieder raus? Habe ich dich jetzt touchiert? Nein, ne? Ich habe dich nicht touchiert. Natürlich nicht. Ich bin ja ein guter Fahrer. Hallo? Aber wir sind so gut, ey. Wir sind so gut. So. Das sieht da gut aus. Und rum. Und rum mit der Kiste. Dann nehmen wir aber die groß. Was? Hals, Maul. Oh, du kriegst eigentlich ein paar. Jetzt sieht's gut aus. Jetzt haben wir einen kleinen Verkehrsstau produziert. Und jetzt geht es ab. Jetzt geht es ab. Jetzt geht es ab. Nach
Phoenix in Arizona. Wow. Ich kann es eigentlich auch nicht glauben, dass wir schon in Arizona sind. Das kann ich immer noch nicht wirklich glauben. Hm? Oh, da stehen die liebe, nette, liebe und wunderschöne und allseits geliebte Polizei. Baustellenampel ist grün, das heißt, wir können jetzt einfach weiterfahren. Und hier ist Baustellenablieferung. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Nach Page, Baustellenablieferung ist Assi. Ja. Haben wir jetzt gerade auch festgestellt. Und fahr doch! Ach, Kollege muss auch dahin. Ach, gut, es ist Stoppschild. Sag das doch. Sag doch, dass da ein Stoppschild ist. Boah, dann müssen wir ein bisschen weiter ausholen. Weil Tanklaster ist ein bisschen größer. So, 35, Leaving Page. Weiß ich, aber bei Page denke ich immer an den Frauennamen. Ihr auch? Das war wirklich der erste Moment, überlegt habe, ist das jetzt ein Frauenname? Ist das jetzt ein Männername? Meine Güte! So, 40 Meilen pro Stunde sind hier erlaubt. Okay, okay. Dann werden wir jetzt mit entspannten 40 Meilen pro Stunde den Berg runterfahren. Nach 55 ist jetzt schon cool. Okay. 65 Meilen. Gehen wir bald wieder auf 75 Meilen? Ne? Gehen wir wieder raus, wa? Boah. Machen wir mal Licht auf Abblendlicht. 68 Meilen ist ein bisschen viel. Gebe ich selber zu. Wir fahren wieder durch Flagstaff. Und was ist das hier für eine Nummer? Ach so. Es bleibt zweispurig, oder? Nö, es bleibt nämlich nicht zweispurig. Wir fahren Richtung Kingman wieder. Flagstaff Kingman, da waren wir doch gerade, oder? Ja, ne? Okay. Wie sieht's aus? Ah, direkt 5% Schaden. Doch, hier waren wir gerade. Ja, hier waren wir gerade. Ja, 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 wir fahren im Prinzip jetzt ein kleines Stückchen wieder zurück. Und das, was ich zumindest jetzt von der Straßenkarte gesehen habe. Ne? Aber das bietet uns natürlich ein bisschen die Gelegenheit, uns die Straße noch mal ein bisschen genauer anzusehen, die Landschaft. Ne? Hat ja auch was. Okay, Handymasten muss natürlich sein. Man will ja die ganze Zeit mobil erreichbar sein für den Chef. Und der Chef muss natürlich auch mit seinen Angestellten vernünftig reden können. Und nicht die teuren Funkgebühren zahlen. Weil ich weiß nicht, ist es in Amerika eigentlich so, dass du ein Funkerpatent brauchst, um überhaupt den Funk benutzen zu dürfen? Weil in Deutschland muss man das ja haben, ne? Um überhaupt in irgendeiner Weise die Lizenz dazu zu haben, in irgendeiner Weise überhaupt den Funk benutzen zu dürfen. Ne? Wenn ihr es wisst, schreibt es bitte in die Kommentare. Ihr wusstet es wahrscheinlich schon.
Aber ich freue mich, ich freue mich. 25. Ja. Was? Habe ich da jetzt... Ach, Cocktails. Ich habe da jetzt Free Nudes verstanden. Free Nudes jetzt gelesen. Okay. Setzen wir uns erstmal wieder rein. Und in Flagstaff gibt es zwei Werkstätten? Serious? Warum gibt es hier zwei Werkstätten? Hm? Weil die Stadt zu groß ist? Okay. Ja, aber ich bin da echt von begeistert jetzt schon. Hm? Absolut. Es ist wieder was Neues. Was Schönes Neues, was wir vorher im ATS halt noch nicht hatten. Na, auch das genaue Ankoppeln ist auch so eine Sache, da bin ich absoluter Fan von, weil offen gestanden, man kann es abschalten, keine Frage. Aber so kann man im Zweifelsfall sich auch wirklich schräg drunter stellen. Wichtig ist, dass die Platte richtig hängt. Und wichtig ist, dass der Zapfen die Platte richtig mitnimmt. Ne, und deswegen bin ich ein absoluter Fan von. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich ein absoluter Fan von und definitiv geil. Geil! Ich denke mal, ich werde heute die ersten 4-5 Städte besuchen. Achtung, Brücke. Okay, hier bleiben wir dann, Rico. Ja, genau. Da bin ich jetzt aber absolut unschuldig jetzt gewesen. Aber was kann ich dafür, dass der plötzlich hier rauszieht? Hallo, ich habe geblinkt? Daran merkt man wieder, die KI ist absolut... lebensgefährlich in der Hinsicht. Ja. Die KI will sich unbedingt selber umbringen. Was ein geiles Autobahnkreuz. Guckt euch das mal an. Was ein geiles Autobahnkreuz. Wie geil ist das denn hier bitte? Solche Autobahnkreuze gibt es hier in Deutschland, glaube ich, nicht. Oder? Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, wenn ich da jetzt absolut falsch liegen würde. Ich meine, solche großen Autobahnkreuze kenne ich aus Schweden. Also jetzt hier im Eurotruck Simulator 2. In Schweden ist das groß. Ach! ist das jetzt dein Ernst? Wir müssen eh immer geradeaus weiter Richtung Tucson, Phoenix. Tucson, habe ich
klingelt irgendwas. Ich weiß aber wirklich nicht mehr wo. Montezuma Castle. Okay. Ich kenne höchstens Montezumas Rache.